herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen geht es endlich am Lambo weiter. Wir hatten ja gesagt, ab September tut sich da wieder was. Ihr fragt alle regelmäßig nach Videos, jetzt gibt es wieder welche. Aber vorab stellt euch Björn erstmal seinen neuen Mitarbeiter vor, denn mit dem wird es jetzt hier ordentlich vorangehen. Hallo. Morgen. Also das ist der Rolf. Der ist mein alter Schulkollege. Wir haben früher relativ viel Mofa geschraubt und haben zusammen auch bei meinem Vater in der Firma geschraubt, Motoren gemacht, noch als Motoreninstandsetzung. Und er fängt ab September, ist er hier angestellt und er kennt jede Maschine hier, weil wir hier zusammen gearbeitet haben. Also eine perfekte Ergänzung für mich, für uns. Ja, besonders heute brauche ich Hilfe, weil ich bin gestern gegen einen Baum gefahren mit dem Fahrrad. Dementsprechend kriege ich meinen Arm hier nicht so richtig gehoben. So muss Rolf einfach heute mal die Arbeit für mich machen. Dann sehen wir sofort, ob er es auch kann. Ja. Rolf ist Vollzeit jetzt immer hier. Genau. Ja. Das heißt, jetzt geht es richtig voran hier. Genau. Rolf, so wie ich. Tuning, naja, kein getuntes auch Auto. Kein Autofan? Autofan ja, aber nicht so mit diesem Tuning. Also ich habe früher mal einen Mini für mich fertig gemacht und den auch als Sauger getunt, aber... Ja, so mit Familie und sowas ist da nicht so viel Zeit, um sich so intensiv mit auch diesem... extrem Interesse an Motoren. Na klar. Und auch aus Björns Erzählung würde ich jetzt sagen, auch schon recht viel Erfahrung und sowas. Ja. Weil ihr habt ja schon so einiges zusammen geschrottet, wieder heile gemacht und so weiter. Und wir haben bei 9FF zusammengearbeitet. Ich war Motorenbauentwickler, Rolf war Werkstattmeister und Motorenbau. Also wir haben da schon Hand in Hand zusammengearbeitet. Mhm. Ja. Ja, cool. So, dann kann es jetzt ja nur richtig nach vorne gehen. Und genau deswegen machen wir mit diesem Block hier heute weiter. Genau, wir haben die ja verstiften lassen. Genau. Nochmal kurz zur Erinnerung, letzte Video war, eigentlich ursprünglich waren ja diese Gewinde kaputt, die waren rausgerissen, deswegen haben wir da neue Gewindebuchsen eingesetzt, Bolzen angefertigt, das Ganze ließ sich tatsächlich sogar anziehen und die Gewinde sind drin geblieben, das heißt der Punkt war schon mal, ich sag mal, wiederhergestellt, das war ja so das größte Problem über die letzten Jahre. Und jetzt ist natürlich der letzte Punkt, jetzt müssen wir gucken, was die Lagergasse in der Mitte so macht. Ja, die haben wir draufgeschraubt, gemessen und haben gesehen, dass wir einen leichten Versatz haben, weil die Zentrierstifte sind ja nicht einfach, die waren ja weg, die Zentrierung. Das heißt, es ist nicht so einfach, die mal eben wieder hinzusetzen, dass die übereinander passen. Wir blenden jetzt gerade mal hier oben den Link zu dem letzten Video ein, damit wir das jetzt nicht zu detailliert wieder erklären. Guckt euch einfach das letzte Video nochmal an, da hatten wir das alles auf jeden Fall schon mal einmal erklärt. Ja. So. Und heute werden wir die Hauptlagergasse erstmal enger planen. Weil wir haben hier einfach in der Seite sind wir teilweise zu groß, weil das so ein bisschen versetzt ist. Jetzt müssen wir sie erstmal im Ganzen runterschleifen, um dann die Bohrung neu zu machen. Das heißt, jetzt gerade ist die Gasse ein bisschen schlangenförmig. Nicht so direkt, sondern eher so diagonal. Weil, okay, also ist komplett der ganze Deckel verdreht. Ein ganz klein bisschen verdreht, ja. Das heißt, in welchem Bereich reden wir hier? 500stel. 500stel, okay. Ja. Ist aber machbar? Ich nehme mal an, ja. Wir planen, schrauben drauf und dann können wir gleich sehen, ob er noch zu gebrauchen ist. Okay, das heißt, wir planen natürlich nicht diese Seite, sondern die andere Seite. Ja, würde auch gehen, die Seite, natürlich. Aber die andere Seite ist natürlich planparallel, die Auflagefläche zu dieser Trennfläche. Dementsprechend war das relativ einfach, das zu spannen. Mhm. Okay, wir gehen einfach mal rüber. Hier seht ihr jetzt die Lagergasse, also Kassettendeckel. Wie nennt man das eigentlich? Lagerdeckel? Sandwichplatte schon mal gehört. Was auf jeden Fall extrem cool wieder zu sehen ist, ist diese Mischbauweise aus Alu und Stahl. Ja, das ist natürlich dann für mich das Problem, dass ich es nicht mit dem normalen Fräser machen kann, sondern ich muss ihn schleifen. Weil diese Mischkombination, das funktioniert nicht 100%. Ja, wir haben hier drauf gespannt, sind einmal abgefahren mit der Messuhr und sind sehr, sehr parallel. Dementsprechend hoffe ich gleich, dass wenn wir so ein Zehntel runter geplant haben, dass die Bohrung nachher auch einigermaßen gleichmäßig enger geworden ist. Es wäre relativ doof, wenn die an einer Seite nur 300stel enger wird und an der anderen Seite 5 cm enger. Dann hat man so eine konische Hauptlagergasse, das ist sehr schwer. Aber ein Zehntel muss runter. Ein Zehntel muss runter, dann hat man genug Reserve, um das aufzuholen, zu bohren. Das sehen wir dann gleich. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas noch beachten müssen, bevor wir es runterplanen. Ob es irgendwie noch eine Parallelwelle gibt, die am Ende nicht mehr passt oder so. Aber eigentlich ist das alles egal. Das müsste eigentlich gehen.
Also es waren keine Lager hier eingesetzt, mhm, auf der Seite, mhm, sondern nee, nur auf der anderen Seite sind die Lager eingesetzt. Ja. Das habe ich mir schon angeguckt. Ja, das passt. Okay, gut. Also erstmal Zehntel runter. Ja. Komplett wieder drauf, verschrauben etc. Genau. Und wieder messen? Genau. Aber wird ja auf jeden Fall in dem Moment schon mal nicht passen. Nein. Richtig. Mal gucken. Okay. Ja. Und Action. Oh, wir haben das erste Mal jetzt fertig. Wir sind so um die 6 bis, wie viel sind es? 6 bis 700. 6 bis 700 haben wir runtergeplant. Wir würden jetzt erstmal einen Stopp machen, einmal draufschrauben und gucken, wie es sich verhält. Ja, wurde gleichmäßig, ganz schön geworden. Oberfläche finde ich auch ganz gut geworden zwischen Stahl und Alu, dieser Mix. Das ist durch das Schleifen relativ einfach, geht das. Ja, schrauben wir drauf, gucken wir, wo wir mit der Hauptlagerbohrung sind. Und falls es zu wenig ist, müssen wir es nochmal planen. Einmal anpumpen. Einmal vorglühen. Das gute grüne Öl. Mhm. Oh, das Gute ist schon mal, Bolzen haben wieder gehalten beim Anziehen und es ist nicht rausgerissen. Das heißt, die Lösung scheint schon mal zu funktionieren. Und jetzt gucken wir mal, was Rolf da so misst. Genau, wenn ich hier in das erste Lager gehe, da hatten wir eben auf der anderen Seite, war es 400stel zu groß. Jetzt sind wir hier von der Sollbohrung 200stel Millimeter zu klein. Das heißt, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Das ist zum Aufarbeiten der Gasse an dem Lager noch ein bisschen wenig. Die anderen Lager hier haben schon deutlich mehr. Wie viel braucht man ungefähr zum Aufarbeiten, dass man dasselbe ist? Ja, ich sag mal so zwischen 5 und 8 Hundertstel. Hier sind wir jetzt bei 4. Gehen wir noch ein Lager weiter. Da sind es auch wieder 5. Mal von der anderen Seite messen. Da sind es 7. Das stellt sich genauso dar, wie es vorher auch war, dass er auf der einen Seite größer war als hier hinten. Und da sind es 5, also es kommt ganz gut. Hier sind es jetzt nur 3, also müssen wir auf jeden Fall noch was runterplanen. Also die 600stel waren nicht genug, weil wir einmal 2, einmal 3 haben. Genau, das war auch zur Vorsicht, dass wir da halt eben uns vorsichtig rantasten. Um es nicht zu versauen. Also hier ist doch deutlich zu wenig. Mhm. Hier sind wir jetzt genau, ja, hier sind wir noch zu groß, weil es etwas versetzt ist, die Gasse. Es ist hier noch zu groß, sodass dass es hier noch nicht sauber werden würde beim Bearbeiten. Und das macht natürlich jetzt bei dem Motor so richtig Spaß, immer die. Genau, alle Schrauben wieder ab, alle Schrauben wieder anziehen, alles reinigen. Rein, raus, ne? Genau, das ging jetzt noch relativ schnell. Hinterher, fürs Lager einbauen muss man das halt alles noch machen. Okay, gut, also wieder ab. So, jetzt habt ihr noch ein zweites Mal geplant? Genau, wir haben es noch einmal jetzt 6 bis 700stel geplant. Mhm. Das heißt, in Summe haben wir jetzt ungefähr 12 bis 1300stel weggenommen. Und jetzt muss Chef einmal messen hier. Mhm. 1400stel enger als 0. 0 ist das Referenzmaß. 1500stel enger, das ist okay. Seitlich noch mal ganz kurz gucken. Plus 200stel. Mhm. Minus 200stel. Auch in Ordnung. Oh, die Seite musst du mal machen. Na klar.
15 Hundertstel, wenn ich mich an das letzte Video erinnere, wo wir die Lagerböcke reingemacht haben, ja. Wirst du aber Spaß haben beim Hohn, ne? Ja, das haben wir ja auch, ja, ich weiß. Weil da haben wir ja, glaube ich, 5 rausgenommen oder 7 oder so, und das war ja schon ein Action, ne? Du, jetzt kommen wir gerade zu einem Punkt, wo ich was vorschlagen würde. Mhm. Und zwar habe ich dir schon lange in den Ohren gelegen, dass ich ein Hauptlagerbohrwerk brauche. Mhm. Und ich glaube, so wie ich das sehe, dass ich versuche das mal nachzustellen, dieses Loch ist im Moment sowas von oval, hier 1500 enger, seitlich passt das. Das kriege ich so gut wie gar nicht gehohnt. Mhm. Das ist eigentlich ein Fall, dass man es jetzt anfängt damit zu bohren. Mhm. Weil wir haben ja auch ein bisschen Versatz drin und so weiter. Also, ich bin schon lange in den Ohren. Ich brauche ein Hauptlagerbohrwerk, das wäre der richtige Fall, jemanden zu suchen, der uns das sozusagen mit dem Hauptlagerbohrwerk wieder auf Null bohren kann. Das wäre eine Maschine, die eine lange Bohrstange hat und geführt wird außen, und die Bohrstange geht durch, man richtet sozusagen vorne und hinten aus und man macht einmal die Linie genau neu. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall den Block retten, es wird nur mit Hohn nicht mehr reichen, weil es einfach zu viel ist. Ja, und hier habe ich ja das Guss, den Gussinlet und unten das Alu. Mhm. Die Hohnahle würde, ich kenne das von den Nissan GT-R, die zieht sich nach unten, weil die möchte natürlich nicht am Guss was wegnehmen, die möchte was am Alu wegnehmen, weil es weicher ist. Und dementsprechend geht das beim Hohn eigentlich nicht gleichmäßig, sondern eher komplett runter, das Ganze. Okay, das heißt, alle, die hier zuschauen oder jeder, der irgendwen kennt, der wen kennt, wir brauchen ein Bohrwerk. Hauptlagerbohrwerk, Durchmesser Hauptlager. 70 mm. Anderthalb Zehntel müssen wir nur rausnehmen. Ja. Das heißt, entweder gibt es eine Firma, die uns diese Maschine zur Verfügung stellen würde. Wir kommen da einfach hin, können auch gerne ein Video machen. Björn kommt auch mit. Heißt, könnt es auch Link gerne selber machen und Björn guckt zu. Ja. Oder vielleicht kennt ja irgendwie irgendwen, wo wir diesen Block in absehbarer Zeit, weil ich natürlich ein bisschen immer auf die Uhr gucke, weil er muss ja vorangehen jetzt hier, einmal bohren können, damit du das Ding anschließend wiederholst. Ja, wenn die Bohrwerke so genau sind, dass sie das auf Null bohren, dann ist das gar nicht notwendig. Dann hat man gleich die Fläche fertig. Genau. Okay, vielleicht gibt es ja unter euch irgendeine Hightech-Fertigung, irgendeine Idee. Am besten einfach mich kontaktieren oder Björn kontaktieren, in die Kommentare schreiben, E-Mail, alles möglich. Ja. Unser Latein ist jetzt gerade erstmal am Ende, würde ich sagen. Es fehlen einfach die Mittel, ne? Die Maschine. Aber es ist machbar, das ist die Hauptsache. Und dann geht's weiter. Gut. Ja. Super. Also, bis zum nächsten Mal.